Hallo zusammen. Vor kurzem hat mich mal jemand gefragt oder in die Kommentare reingeschrieben, ob ich mal zeigen könnte, wie ich meinen Kupfer coate und das Ganze dann zum Schluss herstelle. So. Als erstes braucht man erstmal Kupferwolle. Das wäre das. Kann man sich hier holen, falls man nicht weiß, wo man sich's kaufen soll. So, ganz wichtig ist, dass man Handschuhe anhat, dass kein Fett an die Kupferwolle kommt, weil das stört dann später beim Coaten. Und man wäscht das Kupfer am besten noch mit Spüliwasser ab, um die letzten Verarbeitungsreste runterzuholen, wie irgendwelche Schmiermittel oder Öle, die sie benutzt haben. Okay, dann dreht man die Kupferwolle schön zusammen zu einer Rolle, schneidet erstmal ein kleines Stückchen so. Kommt dann mal darauf an, wie groß man die haben will, wie groß das Einmachglas dann zum Schluss ist, wo man es reinhängt. Ich habe mich jetzt für die Größe entschieden, ungefähr so. Vielleicht für 12 cm lang, oben einen kleinen Knick rein, dass man es dann auch am Kupfer aufhängen kann. Ja. Okay, dann dreht man das Kupfer zusammen. Und dann dreht man es nochmal zusammen, so wurzelähnlich. Als ob man eine Baumwurzel formen würde mit dem Kupfer. Schön alles verdrehen, falls unten ein bisschen was übersteht, kann man das mit der Schere abschneiden. Oben macht man dann wieder einen kleinen Knick rein, dass man es eben aufhängen kann im Glas. Es muss nicht perfekt sein, Hauptsache es bleibt oben hängen, das wiegt ja nichts, deswegen reicht schon, wenn so ein kleiner Knick drin ist. Okay, dann nehmen wir eine Schüssel Wasser. Also ich lege es immer ins Wasser ein. Man kann auch das Spüli direkt auf die Wolle drauf machen und dann unter dem Wasserhahn abwaschen. Aber bevor man so viel Wasser verschmettert, legt man es lieber in das Wasser ein, kurz. Macht alles rein. Zack, rein. Dann ein bisschen normales Spüli drauf. Je nach Belieben, also wie viel man meint, das rein muss ins Wasser, also man muss nicht übertreiben. So, dann vermischt man das schön im Wasser alles zusammen, dass es überall schön schäumt, dass das Spüli auch überall in die Wolle reinkommt. Auch gerne mal auf die Wolle draufdrücken, dass das Spüli auch bis in die Mitte reingeht. Also einfach ein bisschen schön damit arbeiten. Ja. So. Dann kann man das ruhig 2-3 Minuten stehen lassen. Dass das Spüli alles schön runterlöst. Dann geht es zum nächsten Schritt. So, nach den 2-3 Minuten einweichen lassen. Schüttelt das Spüliwasser weg, lässt normales Wasser drauflaufen, bis es aufhört zu schäumen. Also man muss es sicher 3, 4, 5 Mal schön durchwaschen. Es darf kein Spüli mehr mit enthalten sein. Es muss alles richtig schön rausgewaschen werden. Dann kann man auch die Wolle hier einzeln in die Hand nehmen und sie dann unter dem Wasserhahn, also unter dem Wasserstrahl auswaschen, sodass das letzte bisschen Spüli auch rausgeht. So, das macht man dann mit jeder Wolle, bis wirklich alles schön draußen ist. So, jetzt ist die Wolle gewaschen, schön abgetropft. Ich werde sie nochmal auf ein Zebertuch legen, dass auch das letzte Wasser rausgesogen wird, also dass es abtropfen kann. Legt ruhig ein Zebert drunter, dann habt ihr nicht den ganzen Siff auf dem Tisch rumliegen oder wo ihr es auch sonst macht. Nach dem Waschen könnt ihr das Kupfer gerne nochmal alles schön zusammendrehen. Wenn da jetzt so ein paar Fädchen abstehen, entweder dreht er sie rein oder er schneidet es ein bisschen gerade. Aber es macht nichts, wenn die jetzt so rumhängen. Das muss nicht perfekt sein.
So, dann braucht man NaOH, Natriumhydroxid. Das ist das, was man auch auf die Laugenbrezeln oder das Laugengebäck drauf schmiert. Das ätzt dann das Kupfer leicht an und lässt es dann nach einer gewissen Zeit schön schwarz werden. Davon braucht man 6 Gramm auf 150 Milliliter destilliertes Wasser. Also die Lösung kann man mal zusammen mixen. Dann braucht man ein Einmachglas. Ich habe es hier schon fertig. Ihr braucht nicht so viel Lösung reinmachen, wie ich jetzt hier drin habe. Ich habe das letztens nur zusammengeschüttet aus anderen Gläsern. Ich mache mir jetzt ein größeres Behältnis, wo ich dann die Wolle kote. So eine riesen Auflaufform, da hänge ich dann schon 20 Stück Kupferwolle rein. Deswegen, ich werde es dann nachher machen und dann noch alles umschütten. Es reicht, wenn ihr wirklich nur ein Drittel von der Lösung ins Glas reinmacht. Also so, dass der Boden ein bisschen bedeckt ist, ein bisschen, also jo, nicht mal einen halben Zentimeter Lösung will ich da reinschütten. Entweder macht ihr dann mehrere Gläser, wo ihr dann die ganze Lösung aufteilt, oder ihr hebt sie halt auf. Das ist euch dann selbst überlassen. Aber ich würde mir direkt mal am Anfang zwei, drei Gläschen machen, mit je vier Stück Wolle drin, und dann ab auf die Heizung. Yes. Ich habe es jetzt so gemacht, die Wolle hängt so drin, habe einfach ein Stück normales Kupferdraht genommen, habe so an den Seiten rumgebogen, reingehangen und habe einfach die Wolle drüber gehangen. Das muss auch nicht perfekt sein, man kann auch Wolle auf Wolle hängen, alles gut, es kotet trotzdem. Hier ist schon ein bisschen viel NaOH drin, das sieht man, also zu viel Lösung, das setzt sich dann schon auf der Wolle ab, was nicht unbedingt sein muss. Oder sein sollte, deswegen lieber weniger von der Flüssigkeit. Das heißt nicht, weil da mords viel Flüssigkeit drin ist, dass das dann schneller coatet. Das ist es nicht. Es gibt auch manchmal Wolle, die nicht so schwarz wird oder nur an manchen Stellen. Ich weiß auch nicht warum. Das hat wahrscheinlich was mit den Verarbeitungsprozessen zu tun, wo sie verwenden. Irgendwas. Es kommt aber nur selten vor. Die meisten werden schwarz. Ja. Das kann schon bis zu 2-3 Monate gehen, ehe die Wolle richtig schwarz ist. Ich würde das auch gar nicht vorher rausnehmen, wenn es noch so leicht schwarz ist, weil ihr dann einfach nur wenig Gans bekommt. Ich würde schön bis zum Schluss warten, bis sie richtig schön rabenschwarz ist. Ruhig mal eine Lampe nehmen und draufleuchten von außen, eine richtig helle. Dann seht ihr, wie schwarz sie tatsächlich ist. Weil mit den Augen denkt man manchmal, sie ist sehr schwarz, und dann leuchtet man drauf und dann sieht man, dass das Kupfer immer noch leicht durchscheint. Es sollte wirklich richtig, richtig schwarz sein. Das wäre dann das Beste dafür. Also ich nehme jetzt mal hier so ein Stück raus, oder wartet, ich habe hier ein Stück fertig gekotete Wolle. Das wäre dann fertig gekotete Wolle, schön rabenschwarz. Die hätte auch noch ein bisschen länger gekonnt. Die ist auch nicht überall komplett schwarz, das sieht man hier auf der Kamera jetzt gar nicht. Aber so sollte es ungefähr aussehen. Yes. Ja, jetzt zum nächsten Schritt. Okay, wenn dann zum Schluss die Wolle, wie gesagt, gekotet ist, ja. Schön schwarz, kann man ein oder zwei Stück nehmen, die mit Kupferdraht ein bisschen oben zusammenbinden. So viel Draht, dass ihr es dann oben so überlappen könnt und nach außen biegen könnt. Da dreht ihr dann so einen kleinen Kreis rein, dass die LED reingesteckt werden kann. Also eine LED braucht es auch. Am besten so eine weiße LED, die kann man sich auch im Internet bestellen, kostet nicht viel, nur ein paar Cent. Dann braucht man einen Zinkstab, dasselbe, den umwickelt ihr auch mit Kupfer oben, dreht es ein bisschen zu, dass er nicht rausrutscht aus der Schlaufe. Dann oben auch so überlappen und auch nach vorne mit einer kleinen Schlaufe, so dass die LED auch da reingesteckt werden kann. Ganz wichtig ist, dass das lange Stück der LED in die Wolle reinkommt, also in die Schlaufe der Wolle, und das kurze Stück in die Schlaufe vom Zink. Ganz, ganz wichtig, sonst funktioniert es nicht. Die LED ist dafür da, um überschüssige Energie abzusaugen. Das Glas ist so ungefähr so ein handelsübliches Gurkenglas, würde ich sagen. Ja. Dann braucht ihr noch eine Salzwasserlösung. Ich nehme mal Halitsalz. Davon nehmt ihr dann auch 6 Gramm auf 150 Milliliter Wasser. Hier nehme ich immer 450 Milliliter Wasser, das ist auch ziemlich die Wolle mit einschließt. Das heißt dann 18 Gramm auf 450 Milliliter, so dieses
Dieses Maß nehme ich eigentlich immer zu jeder Ganzherstellung. Wenn ihr dann das erste Mal ganz hergestellt habt, könnt ihr das Wasser auch wiederverwenden. Für die nächste Herstellung. Eben wenn da mal fertiges Gans unten drin liegt und die Wolle abgeganzt ist, könnt ihr das alles oben rausnehmen. Dann schwenkt ihr das alles mal gut durch und lasst es komplett auf dem Boden absetzen, so dass die komplette weiße Flüssigkeit oder die Gansflocken oder die Nanos komplett auf dem Boden unten liegen. Das geht schon mal, kann schon mal einen Tag gehen, bis das komplett abgesetzt ist oder einen halben. Ich würde es nicht zu früh machen oder nicht, ich würde das Wasser dann nicht umschütten, wenn es noch trüb ist. Das habe ich auch schon des Öfteren gemacht, aber besser warten, bis es richtig klar ist und dann das Wasser in ein neues Glas reinschütten oder irgendwo rein, wo ihr es aufheben könnt, zum nächsten Mal ansetzen. Dann, wenn ihr dann noch wenn da mal ganz drin ist und ihr das Wasser oben rausgenommen habt, ist unten dann noch ein bisschen Flüssigkeit mit dem Gans drin. Das müsst ihr dann mehrmals auffüllen. Ich würde sagen so viermal auffüllen bis oben Glasrand, wieder absetzen lassen. Das Wasser, keine Ahnung, was ihr damit macht, könnt ihr wegschütten oder vom ersten Mal waschen, könnt ihr das Wasser zum anderen Wasser dazu schütten, was ihr aufgehoben habt. Und die restlichen zwei, drei Mal, wo ihr wascht, könnt ihr dann wegschütten. Ich schütze immer bewusst den Ausguss, dass die ganze Kanalisation mit Plasmaenergie versorgt wird. Oder manchmal sind sogar ein paar Gansflocken mit drin, das mache ich dann auch bewusst. Weil das Gans strahlt ja ewig und wenn das mit in die Kanalisation geht, wird direkt mal das Wasser ein bisschen aufgewertet und mit Plasmaenergie versehen. Ne? Also da muss man da nicht so zimperlich sein. Also wenn mal ein bisschen von den Flocken mit weggeschüttelt wird, ist jetzt nicht so tragisch. Also wenn ihr aufpasst, passiert es auf jeden Fall nicht. Yes. Und das war es eigentlich schon. Es ist gar nicht schwer. Das Einzige, was wirklich lang daran dauert, ist die Kupferwolle zu coaten. Also man lässt sie sozusagen sterben, die Oberfläche des Kupfers, um dann später wieder den Phönix aus der Asche auferstehen zu lassen. Also, dass diese schwarzen Nanopartikel auf der Wolle dann zu Gans werden. Also wir holen ja ein Gas in einen Flüssig- oder Festzustand in dieses Glas. Das Salz arbeitet da auch mit, das bindet dann die Energie in das Gans rein. Und ja, später, wenn man dann zerwäscht und das Salz rausholt, wird die Energie dann freigesetzt und hat dann ihre volle Wirkung. Ja, wie gesagt, das war's jetzt, das war's schon. Falls irgendwelche Fragen noch auftauchen, schreibt es bitte in die Kommentare. Ah, nochmal zum NaOH. Den könnt ihr im Internet bestellen, müsst ihr einfach mal schauen. Ganz normalen NaOH bestellen. Ich glaube, das kostet nicht viel. Ich habe es bis jetzt immer geschenkt bekommen von meinem guten Freund. Deswegen musste ich mich damit noch nicht auseinandersetzen. Aber ich habe letztens geschaut, man kann es auf jeden Fall bestellen. Yes. Hier nochmal die Wolle. Falls ihr nicht wisst, wo ihr es herbekommt. Yes. Hier die gedrehten Wurzeln nochmal. Wie gesagt, wenn noch irgendwas ist, schreibt es in die Kommentare. Ich werde es euch versuchen zu beantworten. Ich kann noch empfehlen, Plasmawissenschaften verstehen, Teil 1 bis 12, da wird alles genauestens erklärt. Keshe Foundation, German, die Meetings kann man sich auch anschauen, aber das ist dann meistens für die, die da schon jahrelang dabei sind, das ist dann auch schwierig zu verstehen. Ich werde mir erstmal die Plasmawissenschaften anschauen, Teil 1 bis 12 auf YouTube. Und da muss man sich auch gar nicht so viel aufschreiben oder versuchen zu merken am Anfang, weil die alles doppelt und dreifach wiederholen. Deswegen ist das dann kein Problem. Yes. Ah, ganz wichtig ist, dass die Wolle und der Zinkstab den Boden nicht berühren. Und wie gesagt, ich fülle meistens bis hierher in Wasser auf, so dass alles noch über dem Wasser ist. Auch die Drähte vom Kupfer dürfen nicht im Wasser sein, also sollten nicht drin sein. Besser, sie schauen oben raus. Und die Wolle könnt ihr ja auch noch ein bisschen tiefer hängen. Die hängt jetzt ein bisschen hoch. Die kann man noch ein bisschen tiefer mit dem Draht runterbiegen, so dass sie noch tiefer im Glas hängt. Ja,
Man muss halt aufpassen, sobald das ganz oben angekommen ist am Zinkstab oder an der Wolle, gibt es einen Kurzschluss und es hört auf zu produzieren. Ist mir letztes Mal das erste Mal passiert. Yes. Okay, meine Lieben, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bleibt gesund, arbeitet an eurem Bewusstsein, entgiftet euch, lasst euch nicht ärgern in diesen verkommenen Zeiten. Hört nicht darauf, was die Regierung sagt. Scheißt auf Corona. Das ist eh alles nur Fake. Lasst euch auf jeden Fall niemals impfen. Das ist die Todesspritze. Ja, die meisten werden es ja, von euch werden es ja schon verstanden haben. Die es noch nicht verstanden haben, sollten sich auf jeden Fall mal damit auseinandersetzen. Und nicht alles glauben, was irgendwelche Nachrichtensender sagen. Mal selber denken, ne? Und lasst euch auf jeden Fall nicht impfen. Das betone ich hier echt extra nochmal. Nicht impfen lassen. Das ist die schlimmste Impfung, die jemals auf den Markt gekommen ist. Und das heißt nicht, weil sie nicht lang genug dran forschen konnten. Dieser Plan steht schon seit Tausenden von Jahren, wenn man es genau nimmt. Also die wussten schon 1950, dass heute Corona ausbrechen wird, weil das in ihrer Agenda steht. Das muss man auch verstanden haben. Alles ist ein einziger Plan. So wie Gott einen Plan hat, haben die auch einen Plan. Und die sind in dem Plan von Gott mit einprogrammiert. Also alles ist das höhere Bewusstseinssystem, ne? Das, was jetzt gerade arbeitet, ist auf jeden Fall das satanische, dunkle System. Die dunkle KI, die alles sieht, alles hört und alles weiß, die einfach Gott nachkopieren kann. Aber es ist gewollt, allein nur dafür, dass wir aufwachen, nur dass wir unser Bewusstsein anheben. Teil des Spiels, Teil dieser intergalaktischen, kosmischen Programmierung. Ja, wir müssen das Männliche abschaffen und wieder das Weibliche im Vordergrund lassen. Also mehr Gefühl als Technokratie. Ne? Von Planet zu Planet ist das unterschiedlich. Es gibt Planeten, da herrscht mehr das Männliche, mehr das Technische und nicht das Weibliche, Gefühlvolle, Bewusstseinserfüllte. Und da gibt es Planeten, wo mehr das Weiblich Bewusstseinserfüllte stattfindet und weniger das technisch Männliche. Heutzutage ist ja alles auf Männlichkeit getrimmt. Selbst die Frauen haben diese Emanzipierung angenommen, verhalten sich manchmal wie Männer. Komplette Gefühlskrüppel geworden. Ne? Da habe ich als Mann manchmal mehr Gefühl als andere Frauen oder als manche Frauen. Ne? Gibt sicher noch viele unter euch, die genau dasselbe fühlen wie ich. Ja. Lasst euch auf jeden Fall nicht ärgern und keep it cool oder bleibt cool, meine Lieben. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Noch ein kleines Update. Hier, das ist das letzte CO2-Ganz, was ich hergestellt habe. Also hier ist ziemlich viel CO2-Anteil drin. Das kann auch andersrum laufen, dass ziemlich viel Zinkanteil drin ist. Das CO2 ist mehr gräulich und das Zink ist mehr schneeweiß. Das ist jetzt auf jeden Fall mehr graues Ganz und das hat eine voll krasse Konsistenz. Also so richtig plasmaähnlich. Ihr seht ja, wie sich das bewegt. Das schießt auch manchmal richtig nach oben. Das ist auf jeden Fall richtig enormes Ganz geworden. Schneit gerade ein bisschen. Obwohl ich alle Lottis laufen habe und das Eugonit überall ausgerichtet habe, schneit es trotzdem. Mal schauen, wie lange. Ja. Das wäre dann auf jeden Fall das fertige Ganz. Hier habe ich noch eine andere Gansproduktion stehen. Ich leuchte mal rein. Man sieht, wie schön trüb das Wasser ist. Also wenn das anfängt, das CO2 aus der Luft rauszuziehen, wird das Wasser trüb. Und dann fängt es an, Gans zu bilden. Hier habe ich auch schon eine kleine Menge Gans unten drin liegen. Sieht man schön, da ist der Rand. Ja, viel kommt nicht mehr runter. Ihr seht ja, die Wolle ist dann fast wieder normal, hat fast wieder die normale Farbe. Da unten bildet sich sogar leicht Kupferganz, was nicht schlimm ist. Also bei der Gansherstellung können auf jeden Fall immer wieder verschiedene Gänse auftauchen. Das heißt immer, dass genau das Gans entsteht, was man gerade für sich selber braucht. Das habe ich jetzt auch mit LED gemacht, mal was anderes als in der Anlage. Hier habe ich noch Gold, Zink, Palladium mit drin hängen. Das ist so ein Goldstab, den habe ich mir von Polymed bestellt. Da gibt es mords viele so Metallstäbe oder
Anoden, wie man sagt. Das Zink habe ich von eBay. Könnt ihr mal auf eBay schauen nach reinem Zinkstäben. Vielleicht findet ihr da was. Oder eben auf Polymet, da gibt es auch Zinkstäbe. Aber ich finde die dicken besser. Das ist auch noch reiner als das von Polymet. Das ist 99,98% reines Zink. Yes. Hier ist dann auch noch fertiges Ganz. Hier ist jetzt zum Beispiel, das ist jetzt mehr so gräulich, wie gesagt. Und das ist jetzt viel mehr weiß. Da ist mehr Zinkanteil. Hier ist gleich bläulich, hier ist noch leichter Kupferanteil. Das geht auch schon in die Richtung mehr CO2. Ist auch leicht gräulich. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera gut sehen kann. Ich muss es anders leuchten. Ja, das ist auch mehr grau. Ja, das wäre auf jeden Fall das fertige Ganz. Hier habe ich noch... wartet mal kurz. Muss ich Kopflampen mal aussetzen. Wenn es denn gehen würde. Jetzt. Hier habe ich noch einfach ein Glas stehen. Nur mit Salzwasserlösung. Neben den Ganzgläsern. Und siehe da, es bilden sich irgendwelche Fusseln im Wasser. Und da ist ein Deckel drauf. Also da können gar keine Fusseln rein. Und das Glas war auch vorher pieksauber. Es sind wahrscheinlich auch Ganzflocken. Aber die entstehen dann aus dem Nichts. Also das erschafft sich selbst durch die anderen Ganzgläser hier. Das habe ich auch von meinem guten Freund. Ich habe es mal probiert. Und wie gesagt, siehe da. Es funktioniert. Was da wirklich drin steht, ich habe keine Ahnung. Ich hatte es schon mal am Anfang, wo ich es probiert habe. Und da dachte ich, das wäre ein Fusseldreck. Aber jetzt nach einer Zeit ist genau wieder dasselbe drin gestanden. Das ist auf jeden Fall irgend so eine Ganzform. Yes. Okay, mein Lieben, das war noch mein kleines Update. Wie gesagt, ich sag's euch nochmal, wenn ihr Fragen habt, kein Problem. Stellt sie mir einfach über die Kommentare und dann versuche ich die Ungereimtheiten noch aufzubessern. Ne? Hier habe ich noch ein bisschen fertig gekochte Wolle. Seht ihr, das ist genau das, was ich vorher gemeint habe. Das ist so Wolle, die nicht überall schwarz wird. Keine Ahnung wieso. Ich hatte jetzt 3 Monate im Glas hängen. Das ist einfach nicht schwarz geworden. Aber dafür die Seiten recht gut. Da kommt auch schon ein bisschen Ganz runter. Ein fetter Bergkristall mit Kupferspule, aber das hat sich nach der Zeit wieder aufgedreht, leider. Hier noch eine fette Bergkristallspitze. Agonitkugel. Die habe ich mir auch mal von jemandem gießen lassen vor einem Jahr. Ist auch ein geiles Teil mit Lotti drin. Yes. Okay, meine Lieben, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.